Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in Weltenwandel TV. Wir leben in einer Zeit, die große Herausforderungen für uns bereithält, eigentlich bezogen auf alle Aspekte unserer gesellschaftlichen Situation. Für die Medizin, insbesondere für die westlich orientierte Schulmedizin, könnten große Änderungen auf uns zukommen. Wir haben immer mehr chronisch kranke Patienten, die zum Teil lebenslang auf Medikamente eingestellt werden. Häufig, und Sie kennen das vielleicht selbst, wenn Sie zum Arzt gehen, ist einfach viel zu wenig Zeit dafür, einmal etwas genauer nachzufragen, zu gucken, wo kommt eine Erkrankung, ein Symptom überhaupt her. Und auf der anderen Seite fehlt auch vielen Patienten das Bewusstsein, dass Seele, Geist und Körper einfach zusammengehören. Ich begrüße heute einen Mann bei mir in der Sendung. Es ist der sicher sehr vielen bekannte Biophysiker Dieter Pröhrs. Herzlich willkommen. Herr Pröhrs, das Interessante ist, für die Zusammenhänge Seele, Geist und Körper gibt es wissenschaftliche, sogar naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Sie könnten zu einer Art Revolution in der Medizin führen. Zunächst aber mal, bevor wir da genauer drangehen können, eine Frage an Sie. Glauben Sie, dass eine überwiegend auf Symptome konzentrierte Behandlung Heilung bringen kann? Wenn wir jetzt außen vor nehmen den Bereich der Unfallmedizin und der Infektionsmedizin, das sind Dinge, da ist die Medizin sehr weit fortgeschritten und nahezu perfekt und ausgereift. Aber der ganze Rest, und das macht sehr viel aus, ist doch so eine Medizin, die leider eben auf die Symptome ausgerichtet ist, eben palliativ, wie man sagt. Und das reicht eben nicht aus. Wenn wir die Ursache nicht eliminieren, dann haben wir ein Problem, weil das kommt, wenn wir die Symptome meinetwegen lindern oder in Anführungsstrichen eben heilen, kommt es durch die Nichterkennung der Ursache natürlich immer wieder zum Vorschein. Also ich habe es früher relativ hart ausgedrückt, aus der Onkologie noch heraus, ein Tumor einfach wegschneiden bringt nichts, wenn ich nicht erkannt habe, warum ein Tumor gewachsen ist. Das lässt sich übertragen auf im Grunde genommen fast alle Krankheitsbilder. Genau, Sie haben so zwei, drei Ausnahmen da erwähnt, die Unfallmedizin, die Infektiologie, also wo es darum geht, Infektionskrankheiten schnell und wirksam irgendwie mit Medikamenten zum Beispiel zu behandeln. Ja. Ich denke, die Ausnahmen kann man auch noch diskutieren, wenn man das große Ganze sieht, auf das wir noch kommen werden, der Quantenphysik kommend, aus der Biophysik kommend. Aber Sie sagen auch ganz eindeutig, das, was heute passiert, ist eigentlich nur an der Oberfläche retuschieren sozusagen, zudecken und nicht hingucken. Was glauben Sie, welche Folgen hat das für die gesamte weitere Entwicklung in unserer Medizinlandschaft, wenn wir so weitermachen? Also meines Erachtens stehen wir ohnehin gerade an einem ganz entscheidenden Wendepunkt. Das ist im Grunde genommen, um es auch da mal radikal auszudrücken, eine Bankrotterklärung der Medizin, so wie sie eben für diesen Bereich der palliativen Medizin betrieben wird. Also nur rein auf die Symptomatik ausgerichtete Therapie bringt letztlich nicht viel weiter. Sofern wir das Ganze nicht ganzheitlich sehen, und das ist der eigentliche Lösungsansatz, das sollte man machen, darüber reden wir ja auch, wenn wir die Sache nicht her. Also letztlich ist jetzt der Zeitpunkt, und ich erkenne das, ich komme gerade von einem Ärztekongress aus Salzburg, der heute noch läuft übrigens, vorgestern war ich noch da, da redet man darüber nicht nur offen, sondern es werden Beschlüsse gefasst, die genau in diese Richtung gehen, dass man das Ganze ganzheitlich erkennen muss. Das ist schon vor 63 Jahren ins Leben gerufen worden durch verschiedene Vereinigungen, Ärztevereinigungen, aber es hat relativ nur kleine Kreise erreicht. Jetzt hat es auch einen größeren Umfang eingenommen. Worauf führen Sie das denn zurück? Sie sagen selber, das ist eigentlich schon jahrzehntelang im Grunde genommen ein Wissen, auf das wir eigentlich alle zugreifen können. Ja. Damit meine ich wir als Patienten oder manchmal sind wir auch Therapeuten, Ärzte, wir alle wissen, dass es so etwas gibt. Ja? Es gab irgendwann eine Aufspaltung, wo man gesagt hat, ein Patient ist nur noch ein Symptom, so ungefähr. Ja. In der Medizin fehlt auch die Zeit dafür. Woran liegt das, dass wir uns damit so schwer tun? Wir alle, gesamtgesellschaftlich. Ich glaube, das ganze Denkgefüge in der Naturwissenschaft, und daraus leitet sich ja auch die Medizin ab, ist eine doch relativ mechanisch ausgerichtete Denkweise oder Haltung. Also das Ganze ist meines Erachtens schon dadurch ins Leben gerufen, dass der Gründervater der Naturwissenschaft, eben Galilei, dann im 16. Jahrhundert gesagt hat, also meine liebe Kollegen, wir sind irgendwie nicht weitergekommen. Reduzieren wir doch mal unsere Suche auf der Suche nach den Wahrheiten auf das Wie und vernachlässigen das Warum. Insofern wir uns nur um das Wie kümmern, und das tut nun mal die Naturwissenschaft, betrachten wir nur Funktionsabläufe. Und das alleine reicht nicht aus, um zumindest ein biologisches Leben
oder überhaupt den Aspekt des Bios zu beleuchten und auch die Lehrfächer wie Biologie oder die alle sich daraus ergebenden, auch Physiologie und so weiter, daraus dann wiederum auch die Medizin, sind mechanisch ausgerichtet. Das mit dem Wie und dem Warum. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, ein Patient mit zu viel Magensäure. Mhm. Ja? Geht zum Arzt und bekommt einen Säureblocker. Ganz genau. Also Symptome werden häufig auch geblockt, ja. Mit entsprechenden Medikamenten. Das Warum interessiert nicht. Ist es das, was Sie meinen? Warum der Magen die Säure produziert, interessiert gar nicht, sondern es wird Hauptsache erstmal die Säure weggemacht. Ja, es ist ja ähnlich auch mit Antibiotika oder sagen wir es mal so, besser vielleicht mit Schmerztabletten. Genau. Einfach eine Schmerztablette zu nehmen und indem der Schmerz nicht mehr wahrnehmbar ist, ist ja die Ursache dieses ganzen Symptoms nicht weg. Ja. Und also keine richtige Heilung sowieso das, nicht. Das Warum? Das weiß man statt. Auch irgendwie, wenn man weiß, ich habe eine Schmerztablette genommen, meinetwegen beim zahnärztlichen oder zahnmedizinischen Vorfall, da wird da schon irgendwie mein Schmerz vielleicht weggehen, aber sicherlich nicht mein Karies oder die Entzündung meinetwegen an der Wurzel, wie auch immer. Mhm. Das weiß man und dann kommt man nicht drum herum. Aber anders ist es, wenn ich meinetwegen diese Blocker einsetze. Dann gehe ich davon aus, wenn erstmal die Symptome zwar auch weg sind und meinetwegen diese Übersäuerung auch nicht mehr stattfindet, bin ich der Meinung, in diesem Moment der irrigen Meinung, dass damit das Problem gelöst sei. Dass sich das dann auf einer anderen Ebene wieder austrägt, auf ein anderes Organ beispielsweise, wissen wir natürlich. Und insofern ist es in erster Linie eben sinnmachend, sich darum zu kümmern, was eigentlich die Ursache eines ganz individuellen Krankheitsbildes ist und nicht nur das Ende der Kausalitätskette anzuschauen. Was Sie gerade angesprochen haben, ist in der Tat sehr bedeutsam, wenn ein Symptom nur auf der Symptomebene behandelt wird, ohne dass man in die Tiefe guckt, in das Warum guckt. Ganz genau. Haben Sie gerade selber gesagt, dann findet man manchmal an anderen Organen wiederum einen neuen Befund. Natürlich. Das heißt, der Magen gibt jetzt auf, okay, ich produziere nicht mehr so viel Säure, es wird ja auch alles geblockt. Ich bekomme ein anderes Problem noch dazu. Ne? Das heißt, wir suchen uns einen Umweg mit unserem Körper, um etwas auszudrücken auch letztlich. Ne? Ja, natürlich. Es ist ja im Grunde genommen auch ein kybernetisches System. Das biologische System ist ein kybernetisches System. Also wir als Lebewesen sind das allemal, wie alle Lebewesen auch. Und wenn man an irgendeiner Stelle rumdreht, dann wird entsprechend kalibriert nachgeregelt. Das ist ein riesiger, fein aufeinander abgestimmter Mechanismus. Und wenn man da irgendwo etwas macht, von dem man nicht genau weiß, wie diese ganzen Wechselwirkungen funktionieren, im Sinne auch vor allen Dingen der Einbeziehung der Psyche, das ein ganz wesentlicher Aspekt ist, kommen wir nicht aus dieser Sackgasse heraus. Und dieses Paradigma steht eben an, dass man erkennt, und letztlich wissen wir seit 20 Jahren, es gibt Lehrfächer der Psychoneuroimmunologie, da hat man schon mal den Ansatz irgendwie nach außen getragen und gesagt, okay, es ist ein Lehrfach. Wir wissen, dass die Interaktion zwischen Geist, eben der Psyche, und dem Soma, eben dem Körper, nachweisbar ist, auf das Immunsystem sich auswirkt. Das ist die Erweiterung dessen, was wir heute über psychosomatische Krankheiten wissen. Ja? Also Geist immer als Ursache von Krankheiten in einem sehr hohen Bereich. Und noch vor ungefähr 30 Jahren hieß es, wenn man da Medizin studiert hat, hat man so vermutet, und das haben Mediziner vermittelt bekommen von ihren Professoren, lag die Quote bei 50-60% der Ursachen der Krankheiten in der Psyche. Das sind Mediziner, denen man das gesagt hat. Heute, wenn man heute Mediziner fragt, da geht man schon bei 70-80, teilweise 90%, je nachdem, welchen Professor man vor sich hat. Da weiß man schon. Aber was tut man, indem man dieses Wissen hat, meinetwegen auch verinnerlicht, aber darauf nicht reagiert? Exakt. Das ist doch der Punkt. Absolut, das sehe ich genauso. Die Erkenntnisse sind offensichtlich schon lange verfügbar. So ist es, ja. Sie sprechen von 70-80% aller Therapeuten sozusagen, die eigentlich darüber profunde Kenntnisse haben, Kraft ihrer Ausbildung. Warum schlägt sich das nicht nieder? Woran liegt es denn konkret? Wo sind denn da die Hemmschwellen eigentlich? Also auch da komme ich wieder zurück. Die Basis ist ja im Grunde genommen auch der Medizin die Naturwissenschaft. Denn dort wird Forschung betrieben, bedauerlicherweise zu viel Empirie. Empirie hat ihre Berechtigung, zweifelsohne. Aber sofern man nicht... Sie sagen, Empirie ist Erfahrung. Die Erfahrungswissenschaft. Aus Erfahrung behandeln aus Erfahrung Schlussfolgerungen ziehen für weitere Behandlungen von anderen Menschen zum Beispiel. Exakt. Und damit hat man das Warum nicht erklärt. Also das reicht oft ja auch. Wenn man sagt, ich habe von 100 Mal, man hat eine statistische Zahl, dann irgendwie dieses Ergebnis rausbekommen hat, dann ist das wohl so richtig. Aber sofern man nicht verstanden hat, warum das wirklich so richtig ist, haben wir ein Problem. Und das gehört einfach mal dazu. Und ich denke mal, dass die Naturwissenschaft gerade dabei ist, und das denke ich nicht nur, sondern das nehme ich auch wahr, diese Interaktion zwischen Geist und Materie sogar naturwissenschaftlich herzuleiten.
Wir wissen ja, dass die Geisteswissenschaft völlig getrennt, sogar irgendwie in einem konkurrentären Verhältnis zur Naturwissenschaft steht. Konkurrierend, meinen Sie? Ja? Konkurrierend. Ja. Und warum so entweder eigentlich? Oder. Warum? Ne? So ich meine, wir sind Lebewesen, die keine Roboter sind. Wir sind keine Zombies. Wir sind Entitäten, die beseelt sind und mit Geist versehen sind, naturgemäß. Das wird ausgeklammert. Insofern kümmern wir uns eigentlich bei der Bewertung der Medizin auch nur um diese Regelkreise, ob das pharmakologisch ist, biochemisch ist oder meinetwegen auch physiologisch ist. Das reicht eben nicht aus. Es ist von maßgeblicher Bedeutung, diesen geistigen und auch seelischen Bereich mit einzubeziehen. Das passiert gerade. Ja, es fängt an, sich sozusagen zu manifestieren, zu entwickeln. Jetzt haben wir trotzdem, weil Sie sagten, es gibt ja verschiedene Gründe dafür, dass es noch nicht greift. Einer ist, dass der naturwissenschaftliche Zugang vielen noch gar nicht klar ist. Kommen wir auch gleich noch drauf. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch eine immer höher werdende Spezialisierung von Ärzten. Immer mehr ins Detail gehendes Wissen auf Ebenen, die man sozusagen mit dem bloßen Auge noch gar nicht mehr erkennen kann. Wird geforscht, werden irgendwelche Dinge versucht, um Krankheiten auszuhebeln. Ja? Mhm. Wird den Krankheiten ein Kampf angesagt auch. Mhm. Ne? Das sind ja auch solche Begrifflichkeiten. Ne? Mhm. Das spielt doch sicherlich auch eine Rolle. Eine sehr große Rolle. Und Sie übernehmen die Strukturen der Naturwissenschaft auch hier wieder. Zumal man darüber diskutieren kann, ob reine Ärzte auch Naturwissenschaftler sind. Es gibt Ärzte, die auch naturwissenschaftlich forschen an Universitäten, aber sie überlassen ja auch doch das den Naturwissenschaftlern an den Instituten. Und wenn man sich das anschaut, wie das in der Naturwissenschaft im Allgemeinen so passiert, dann ist es so, dass dieses Spezialistentum sich so seit den im Grunde genommen 50er, 60er Jahren immer mehr schon fast, ich sag mal, zu einem Fetischismus ausgewachsen hat. Also diese immer tiefer greifenden Systeme und dieses Spezialistentum. Ich habe das selber erleben dürfen. 1989 war ich Projektleiter eines BMFT-Projektes, damals noch von Riesenhuber ausgerufen. Und da hatte ich die Aufgabe, 11 Fachbereiche als Leiter eben zu beaufsichtigen oder zu koordinieren, besser gesagt. So, und da war das Problem, 11 Fachbereiche, alle aus der medizinischen Grundlagenforschung, ja, alles Professoren in diesem Falle, haben alle eine andere Sprache gesprochen. Das erstmal zu vereinigen, da ist mal eine Klarheit reinzubringen, dass man, worüber reden wir hier? Und das ist das große Problem. Die Spezialisten, teilweise Genies auf ihrem Gebiet, verstehen gar nicht mehr, was der Kollege nebenan, wo es aber Schnittstellen geben muss, eigentlich meint mit seinen Forschungen. Daran, das ist die Krux auch der Naturwissenschaft und der Medizin. Es fehlt die Verbindung. Die Schnittstellen. Es fehlen, ja genau, Schnittstellen. Es fehlt auch eine, wie soll ich sagen, eine Form der Kommunikation, eines einheitlichen Sprechenkönnens über gesamte Zusammenhänge letztlich. Ne? Genau so ist es. Sie hatten auch gesagt, die Geisteswissenschaft wird ja komplett isoliert oder im Grunde genommen als konkurrierend gesehen. Mhm. Sie müsste eigentlich mit einbezogen werden. Würden Sie das so sehen als Naturwissenschaftler? Unbedingt, aber ich meine, ich will den Naturwissenschaftlern, um Gottes Willen, ich ziehe mich ja auch dazu, hier nicht irgendwie den schwarzen Peter zu schieben. Aber wie sollen Sie das auch anders handhaben? Das Problem ist doch, und da zitiere ich jetzt mal Wolf Singer, Max-Planck-Instituts-Präsident für Gehirnforschung. Wolf Singer sagt, es gibt kein geistiges Agens, was das selbst steuert. Soll heißen, es gibt nichts, was wir messen können. Er sagt ja auch weiter, wenn wir es messen könnten, wenn es energetisch wäre, können wir es messen. Da wir es nicht messen können, müssen wir es ignorieren als Naturwissenschaftler. Wir wären sonst unwissenschaftlich. Soll heißen, nur weil etwas nicht messbar ist, existiert es nicht. Und das ist fatal. Ja, das hat fatale Folgen, weil letztlich die geistigen Komponenten von Krankheitsprozessen im Grunde durch solche Aussagen systematisch ausgeklammert werden, oder? Ja, natürlich. Also wenn wir uns das angucken, die Physiker kümmern sich meinetwegen um Wechselwirkungen der Elektronen, die über Photonenaustausch sich vollzieht. Dabei ist der gesamte Schwerpunkt. Das ist richtig. Aber auch da könnte man sagen, der Patient kann Flöhe und Läuse haben. Also es ist beides da und beides gehört dazu, dass es eben ein Agens gibt, eben ein Partikel in Anführungszeichen, virtueller Art, was eben den Geist trägt. Und das ist nicht elektromagnetisch. Und das ist der Bereich, den erkennt man, den kann man teilweise indirekt jetzt nachweisen, dass es also Aspekte gibt, die den Geist sichtbar machen, zumindest den Schatten des Geistes. Damit haben wir eine seriöse naturwissenschaftliche Ebene, die sich sozusagen mathematisch auch herleiten lässt, die das erklärt, dass es Geist wirklich gibt und interagiert zur Materie. Das können Sie messen. Habe ich das richtig indirekt verstanden? Indirekt ist das messbar, ganz genau. Wechselwirkungen auch zwischen Geist und Körper? Wechselwirkung zwischen Geist und also Körper. Also Beeinflussungen? Richtig. Ich sage ja, den Schatten eines Gedankens sozusagen. Indirekt, sehr einfach, hat man das mit den ersten EEG-Messungen gemacht, die elektroenzephalographischen Messungen.
hier die Elektroden am Gehirn, das sind die Reizsignale gewesen, elektrischer Art, die wurden interpretiert, mit Mapping verfeinert, Brain Mapping, da ist man heute viel weiter, man kann viel weiter in die Tiefe, in die Psyche hineinschauen. Und letztlich die neuesten HRV-Messungen, also die Herzvariabilitationsmessmethoden der neuesten Generation sind auch so weit, dass wir in den Bereich des Sympathikus, Parasympathikus, also in den psychischen Bereich mit hineinschauen können. Das ist objektivierbar, was ja immer wichtig ist. Wie will man Geist objektivieren? Das kann man mittlerweile. Sie versuchen auch den Skeptikern in der Naturwissenschaft etwas anzubieten, sozusagen. Das ist die Aufgabe der Naturwissenschaft. Und ich denke mal, die Möglichkeit auch, dass man wieder miteinander spricht. Zunehmend erfolgt das ja gerade. Ja, es fängt an, sich zu entwickeln, kann man fast sagen, obwohl vieles schon vorliegt. Aber müssten nicht auch Naturwissenschaftler selbst, Sie sind jemand, der Naturwissenschaftler selbst ist, sich erweitern? Ja? Also die Bereitschaft mitbringen, zu sagen, Naturwissenschaft ist eigentlich Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft in einem. Wie kann eine Naturwissenschaft nur eine spezielle Seite beleuchten wollen? Ja, weil ihnen die Mittel eigentlich fehlen, die ihnen angeboten wurden. Also die rein doch mechanisch und mathematisch hier leitbaren Dinge, eben kartesianisch, wie man sie ja auch nennt, reichen eben tatsächlich nicht aus. Sie können bis zu einer, sogar den genetischen Bereich aufschließen. Ja. Ja, aber diesen Aspekt des Lebens, des Lebendigen, was eigentlich eine Materie überhaupt lebendig macht, das fehlt irgendwo. Ist nicht fassbar. Und das ist eben nicht fassbar. Und da tut man sich eben sehr schwer. Sprechen wir über die Quantenphysik im engeren sozusagen. Die Quantenphysik geht von einem sogenannten mehrdimensionalen Raum aus. Mhm. Sie haben ein Weltbild, sage ich mal, was sich in 12 Dimensionen darstellt. Da ist unser ganzes Sein eingebettet. Ja. Also Materie, Seele, Geist, alles. Ja. Wie habe ich mir das ein bisschen genauer vorzustellen? Könnten Sie versuchen, das mal zu erklären? Also nach diesem Vorbau hier, den Formalismus, den wir gerade aufgespannt haben, ist es ein bisschen leichter. Also ich sage es mal so, um einen Menschen in seiner ganzheitlich überhaupt abbilden zu können und verstehen zu können, darstellen zu können, bedarf es eben nicht nur der 4 Dimensionen, die wir kennen. Länge, Breite, Höhe und die Zeit. Das ist die Minkowski-Raumzeit. Die wird normalerweise ausschließlich bewertet in der Naturwissenschaft. Man kümmert sich um nichts anderes. Es gibt und gab immer schon Exoten, bitte in Anführungszeichen, die das aber sehr elegant gelöst haben, das Problem, schon aus den 50er, 60er Jahren. Die Quantenphysik zum Beispiel ist ja auch schon 100 Jahre alt, durch Max Planck ins Leben gerufen. Das ist im Grunde genommen immer noch ein relativ konkurrentäres Verhältnis der Quantenphysiker gegen den Hardcore-Physikern, so nenne ich sie jetzt mal. Warum eigentlich? Also 70-80% der gesamten neuen Technologie, die wir nutzen, besteht auf Basis der Quantenphysik und nicht der Atom- und Festkörperphysik. Das ist einfach ein Fakt. Was jetzt aber das Ganze bedeutsam macht, ist, ein menschliches System ist ein nicht nur vierdimensionales System, sondern ein zwölfdimensionales System. Besser gesagt, ist in einen zwölfdimensionalen Raum eingebettet. Das wäre sozusagen ein archetypisches Bild eines Menschen in toto quasi, in seiner Ganzheitlichkeit. So, das hört sich ja erstmal ziemlich verrückt an und es bedarf auch eines ganz großen Aufwandes, einen großen Aufwand an mathematischen Arbeiten, die andere für mich großartige Mathematiker und theoretische Physiker gelöst haben. Jean-Aimé Charron in seiner Habilitationsarbeit, ein französischer Physiker, hat es geschafft und in den 70er Jahren veröffentlicht, diese entsprechende Habilitationsarbeit, die genau das aufspannt, was ich gerade sagte. Mensch ist nur in seiner Ganzheitlichkeit zu verstehen in einem mehrdimensionalen Raum als 4. Er hat damals 8 Dimensionen gebraucht. Erweitert hat das Burkhard Heim, ein Quantenphysiker, der gesagt hat und das mathematisch herleiten kann und sauber herleiten kann, obwohl man das ganz gerne widerrufen hätte wollen, ja, also falsifizieren wollen, dass der Mensch sogar noch einen Aspekt hat, wo die Seele mit einbezogen wird, also in einen zwölfdimensionalen Raum eingebaut. Das heißt, wir haben 12 Dimensionen, in denen wir sind. Ja? In dem wir sind und da in ist dem alles von uns ist. Körper, Geist, Materie und Geist auch noch aufgespaltet eben in rein Information. Die Informationsdimensionen sind separat, gehören natürlich alle zusammen. Die Information, die Ebene des Geistes als solches, des Beobachters, des Wahrnehmenden. Ja. Und dann gibt es die Ebene, die drüber gelegt ist, was man als das höhere Selbst bezeichnen kann. Und die höchste Ebene sozusagen, die wir als meinetwegen als Seele bezeichnen können oder als Gott, das wiederum auch alles miteinander vereint. Wenn Sie sagen, wir sind da drin, in diesem großen Raum mit diesen verschiedenen Ebenen, nicht nur in den 4 Ebenen, wie entsteht in diesem riesigen Raum Krankheit? Wenn wir nochmal dahin zurück
wollen jetzt, ja. Weil wir haben von Symptomen gesprochen, das reicht nicht aus. Ja. Wir sind ja nicht nur in diesen vier Dimensionen, in der Symptommedizin. Ganz genau. Wie entsteht Krankheit, wenn alles zusammengehört? Ich bin sehr glücklich über diese Frage jetzt in diesem Kontext, weil das Ganze ist so zu sehen, wir sind ja nicht hierher gewürfelt worden. Menschen so als Ergebnis von irgendetwas, ja, durch Zufall, das, glaube ich, ist unstrittig, ja, das zu behaupten. Also diese, ich sage mal, kosmische Absicht, die das zustande gebracht hat, dass wir hier jetzt miteinander kommunizieren, ist offenbar ganz hochintelligent. Also was auch immer es war, ob wir es nun Gott nennen oder Allschöpfer, so wie ich das ganz gerne tue, das beinhaltet sozusagen alles, was ist, hat es zustande gebracht, aus einer rein geistigen Dimension den somatischen, eben den materiellen Bereich zu erstellen, mit einem bestimmten Ziel, ganz sicherlich, den wir noch nicht so richtig kennen. Aber mit diesen Attributen ausgestattet, diesen Aspekt der Seele, den jeder ja in sich trägt, ist sozusagen ein Seelenplan in jeder Inkarnation vorhanden. Das behaupte ich einfach mal, lässt sich auch mit ableiten aus diesen mathematischen, algebraischen Tensorgleichungen übrigens. Soll heißen, wenn ich zu sehr von meinem Seelenplan hier auf der Erde abweiche, um es mal ganz einfach auszudrücken, zu sehr abweiche, dann habe ich somatische, sprich körperliche Hinweise, zunächst mal latent, die werden immer stärker, die mir immer einen Hinweis geben, hey, da war doch noch was anderes. Ja, da kommt so diese Geschichten her, die nur durch Beobachtung zustande gekommen sind, wie Krankheit als Weg, wie der Dahlke das zum Beispiel macht. Oder Rüdiger Krankheit. Dahlke, der Arzt, der Krankheit als Weg zu höherer Erkenntnis eigentlich auch sieht. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ja, von den Gleichungen von Burkhard Heim, ebenso erkenne ich das durch eigene Beobachtungen aus meinem Forschungsbereich, wo ich gesehen habe, dass austherapierte Patienten, da war ich nicht also Zeuge gewesen von mehreren dieser Fälle, in dem Moment, wo ihnen geholfen wurde, Hilfe im Sinne einer ganz bestimmten Therapie, die die neuronale Aktivität, die Neurochemie im Gehirn angeregt hat, sodass sie erkannt haben, warum sie überhaupt krank geworden sind. Das ist interessant. In dem Moment oft sehr traumatisch, aber wenn man da durch ist, durch diese Erkenntnis setzt ein Selbstheilungsprozess ein, der im Grunde genommen natürlich psychisch begleitet werden muss. Ja, Unterstützt werden muss, ganz genau. Aber das ist die Ursache und erklärt sehr schön Krankheit als Weg. Warum ist diese Person krank geworden? Da gibt es eine Ursache der geistigen Art her. Und wenn man das mit eigenen Augen miterlebt, wie Menschen, ich wiederhole nochmal, Austherapie, da auf einmal erkennen, was da passiert ist, warum ihnen das geschehen ist, widerfahren ist, dann ist das schon sehr beeindruckend und ein nicht nur Lösungsansatz, sondern diese Sache wird natürlich auch weiter verfolgt und erklärt dieses Modell. Das heißt, wir weichen von diesem Seelenplan ab, haben Sie das genannt. Das sind geistige Inhalte letztlich, die wir haben, denen wir nicht ausreichend folgen, zum Beispiel indem wir uns selbst verleugnen, eine Art Selbstverleugnung stattfindet, die sich dann manifestiert in einer Zeitspanne. Das muss ja auch ein bisschen dauern, oder? Ich meine, nicht jede Fehlhaltung wird doch sicherlich gleich programmiert, oder? Also, ich möchte jetzt bewusst nicht auf diesen karmischen Bereich eingehen, den man durchaus da irgendwie herleiten könnte, ganz zweifellos. Aber ich denke so, es ist von einem naturgemäßen Zustand, übertragen wir das ganze System Mensch mal auf das System Flora und Fauna und überhaupt den Rest, bitteschön, den Rest der Natur. Wenn wir uns die Natur anschauen, regelt die Natur ja Dinge automatisch. Da braucht man gar nicht einwirken. Wenn wir einwirken als Mensch, die aber schon einen wieder natürlichen Körper darstellen, wir haben uns nämlich herausgenommen aus diesem Zyklus der Natur, durch zu viel Ego zum Beispiel. Aus der Gesamtheit, ne? Aus diesem ganz Gedanken, genau. Sind eins, aus diesem Gedanken der Einheit auch. Ne? Ganz genau, offensichtlich vergessen haben, wie auch immer man das nennen möchte, wer wir eigentlich wirklich sind, dass wir Teil der Natur sind, gar nicht getrennt von dem, was da im Außen geschieht durch Pflanzen und Tiere. Und da wird das untereinander geregelt. Und was wir als Fairness und Gerechtigkeit bezeichnen, sind ja Attribute der subjektiven Art. Das ist eine Semantik, die haben wir selber aufgestellt. Fakt ist, die Natur regelt von sich selber. So ähnlich ist es mit uns auch, nur auf einer viel höheren Ebene. Wir regeln uns auch permanent mit dem Unterschied, dass es hier noch eine kosmische Absicht, ich nenne das mal so, sicherlich ein bisschen bisschen merkwürdig, wie das so daherkommt, aber anders kann ich es jetzt im Moment nicht darstellen. Diese kosmische Absicht, die man auch Seelenplan nennt, der immer individuell ist natürlich, wenn wir zu wieder natürlich handeln, im Allgemeinen, was die Natur betrifft oder auch im Persona-Bereich, also uns sehr persönlich betroffen auf unseren Körper,
dann erkennen wir das im Außen. Wir brauchen einen tiefgreifenden Wandel eigentlich auch, was Bewusstsein angeht. Wir haben ein reduziertes Bewusstsein vielleicht momentan, kann man es so sagen? Absolut richtig und wichtig, dieser Punkt. Ja, also dieses Maß der Unbewusstheit. Wenn man sich das so anschaut, das klingt jetzt sehr arrogant, was ich da sage, aber das sind ja Dinge, die schon aus den 70er Jahren beweisbar sind. Die Arbeiten von Professor Benjamin Lippe zum Beispiel, 70er Jahre, der hat als erster nachgewiesen, dass eine halbe Sekunde, bevor ein Mensch eine Handlung ausübt oder einen Gedanken denkt, das Gehirn das schon vordatiert hat, entschieden hat. Das objektiviert sozusagen das Maß der Unbewusstheit der Menschen. Wir sind nicht bewusst, wir will sind, das heißen letztlich. Genau, wir handeln in irgendeiner Art und Weise, aber ohne ein Bewusstsein damit zu verbinden. Ja? Richtig, ist das, was Sie meinen? Ganz genau. Es gibt aber zunehmend über den Willen, über ein Vetorecht, wie Benjamin Lippe das nennt, von dem die Natur, naturgemäß, wir, das uns angelegt wurde oder angegeben wurde, aber wir zu wenig Gebrauch davon machen. Zunehmend mehr, das beobachte ich übrigens auch, Menschen machen von diesem Vetorecht Gebrauch. Das ist der Wille an sich, der da ganz wichtig ist. Der mit dem Bewusstsein aber zusammenhängt? Natürlich. Also wenn ich jetzt wirklich meinen Willen einsetze, dann kann ich das Maß der Unbewusstheit korrigieren, verändern, zumindest erweitern in die höhere Bewusstseinsebene. Ganz wichtiger Punkt. Das sind physikalische Phänomene, die sogar messbar sind letztlich. Ne? So das heißt damit auch beweisbar, naturwissenschaftlich. Ja. Bringen wir das doch mal in die Praxis, in den Alltag. Was heißt das für Ärzte, für Patienten? Bewusster damit umgehen, mit mir selbst, mit meiner Erkrankung. Fragen, warum habe ich das? Ja, mir selber Fragen stellen. Was heißt das konkret? Weil wir müssen mit etwas Konkretem ja aus dieser Sache rausgehen. Also wenn wir erstmal erkennen, das ist der erste Schritt. Deswegen greife ich ganz gerne zu diesen drastischen Beispielen von diesem Benjamin Lippitt, der uns sozusagen testiert, dass wir eigentlich gar keinen freien Willen haben. Potenziell schon, naturgemäß, aber wir nutzen ihn nicht. Das ist sehr unbequem, wenn solche Statements daherkommen. Das ist schon mal der erste Weg, jemanden wachzurütteln. Ja, also ihn sozusagen aus seiner Unbewusstheit herauszulocken. Denn in der Regel ist es doch so, wir hören eine Information, nehmen sie wahr, so wie jetzt vielleicht, und nicken vielleicht ab und sagen, das ist ja interessant, und gehen dann ein paar Minuten später zur Tagesordnung über. Ja, das erklärt dieses Maß der Unbewusstheit auch. Ja, dieser Aha-Effekt heute genannt, so, da reicht nicht. So heißen, wie schaffe ich es? Das ist ja jetzt die Frage, dieses Maß der Unbewusstheit zu erweitern. Ich habe gesagt, über den Willen. Und wenn ich solche, das wiederhole ich auch nochmal, wenn wir solche Statements abgeben, ist es ein bisschen leichter, mal drüber nachzudenken, was ich überhaupt so tue. Einfach mal so sich hinzusetzen, eine kleine Pause einzusetzen, dazu rate ich immer, ich mache das übrigens auch, sagen, stopp, was tue ich jetzt gerade? Will ich das überhaupt? Was wäre die nächste Frage, was ich tue? Es gibt so richtige Übungen, die das Maß der Bewusstheit respektive Unbewusstheit erkennen lässt. Und auch respektive erweitert. Steht das, was ich tue, im Einklang mit mir selbst, mit meinem Inneren, was ich da fühle? Der entscheidende Punkt. Und vor allen Dingen dann auf den Bauch achten, wie man so schön sagt. Das klingt sehr esoterisch. Aber ich glaube, wir wissen genau, was das meint. Bekommen wir eine gute Nachricht? Denn dieses Verliebtsein geht genauso in den Bauch, wie kriegen wir eine Schocknachricht, weil gerade ein Freund verunglückt ist, geht das auch in den Bauch und die Magensäure wird sich dann auch erkennbar zeigen. Ja. Also all diese Dinge. Unser Bauch zeigt es uns sehr wohl, was da wirklich passiert, rein faktisch. Und in sich hineinspüren sind so auf den somatischen Bereich, eben körperlichen. Und da können wir diesen Abgleich vornehmen. Was tut mir wirklich gut und was nicht? Das ist ein erprobtes Mittel, was ich schon seit über 20 Jahren einsetze. Ein Weg zu höherer Erkenntnis, damit zu mehr Bewusstheit und einem ganz anderen Umgang in der Medizin auch, in der eigenen Symptomatik. Eben. Und natürlich auch für uns als Therapeuten eine wichtige Aufforderung, auch bei anderen zu gucken und zu fragen, was ist eigentlich wirklich los hinter diesem Symptom, was Sie mir gerade anbieten. Herr Bröhrs, abschließend letzter Punkt. Wir sind sonst in der Zeit schon leider sehr weit fortgeschritten. Sie sind sehr aktiv momentan, um ja auch auf der Sachebene weiterzukommen. Sie wollen wirklich Bewegung reinbringen und Mediziner auch gewinnen. Was ist momentan Ihr aktuelles, neuestes Projekt? Also unabhängig von den Studien, die an zwei Universitäten durchgeführt werden, die ich noch beaufsichtige, das ist schon so das neue Konzept, wenn ich so will oder wenn wir so wollen. Aber ist doch mein Hauptanliegen, dass ich die Verbindungen und Vereinigungen zustande bringe, gerade dass mir gelungen ist, alte Verbände, die es seit über 60 Jahren gibt, wie die Verband für Regulationsmedizin, die DHA zum Beispiel, eine Ärztegesellschaft, die es seit 63 Jahren gibt, und eben andere, das sind jetzt vier insgesamt, die sich zusammentun und ein unabhängiges, als unabhängige Institution Bewertung vornimmt, Messung vornimmt und genau dieses Wissen objektiviert und sozusagen naturwissenschaftlich objektiviert und dann
Medizinern anbietet, Ärzten, Heilern anbietet, damit man also hier unter nicht korrumpierbaren Bedingungen, ich glaube, man kann sich vorstellen, was es heißt, man ist nicht irgendwie beeinflusst nicht durch Pharmazie. Nicht abhängig, einfach unabhängig. Die Unabhängigkeit, die muss hier gewährleistet sein. Und diese Professoren, das sind diesem Team alleine jetzt 12 Professoren dabei, bin ich sehr glücklich drüber, aus 5 verschiedenen Nationen. Sehr viele Anwender, sehr viele Ärzte selber, was ganz wichtig ist, nicht nur Grundlagenforscher, also gut ausgewogenes Verhältnis, und die sich auf die Fahne geschrieben haben, das jetzt nach außen zu tragen. Und ich leite dieses Projekt gerade und da bin ich sehr glücklich drüber. Das ist toll. Und da halte ich Sie gern auf dem Laufenden. Da freue ich mich schon drauf, dass wir Sie vielleicht bald mal wiedersehen mit den ersten Entwicklungen, die sich da abzeichnen. Mhm. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg und hoffe, dass es weitergeht in diesem Sinne. Herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war ein fantastisches Gespräch. Ich fand es persönlich außerordentlich interessant. Ich hoffe, Sie gucken wieder rein in Weltenwandel TV für heute. Vielen Dank und auf Wiedersehen.